So, und herzlich willkommen zurück zu The World is a Weapon. Beim letzten Mal haben wir, glaube ich, den dritten Dungeon abgeschlossen. Und alles, was uns jetzt noch bleibt, ist der vierte Dungeon plus Geldfarm. Genau, wir müssen Geldfarm, wir müssen noch die 1 Million verkauften Gold erreichen. So, erstmal tue ich die aktuellen Verkäufer reinholen. Armersteine, wunderbar. Habe ich beim letzten Mal noch Kristalle gefarmt? Jawohl, habe ich. Das ist schon mal ganz wunderbar. So, kann ich mir eigentlich direkt jetzt dieses eine Schaukel kaufen? Ja, kann ich. 62.000. Ich hoffe, dass damit direkt die aktuellen Verkäufe noch hochgehen. So, ein bisschen studieren. Jawohl. Jetzt hat es voll raus. Jetzt macht ihr uns reich. Okay, ich kann nochmal Studying Sales kaufen für 156.000. Boah. Okay, das klingt wild. So, okay, das heißt, wir müssen die Völker auf jeden Fall noch mal mehr Kristalle farmen. Das hilft alles nichts. Ich glaube, ich nehme nur die großen mit. Oder zumindest die mittleren und ganz großen nur. Die kleinen Dinger bringen ja jetzt eher nicht so viel. Ja, die kleinen für nur 600 noch was. Das ist echt sehr mager. So, verkauft wird. Money habe ich jetzt wie viel? 34.000. Ah, geht eigentlich. So, musste ich noch irgendwelche Waffen ausprobieren? Ich bin mir schon gar nicht mehr sicher. Die können schon mal alle weg. Armory. Ein paar Kristalle haben wir noch. Oh ja, hier die Straßenlaterne haben wir noch. Aber ansonsten sieht es eigentlich ganz stabil aus. Ja. War nicht schon immer da. Jetzt bin ich fast ein bisschen irritiert. Okay, wie sieht es eigentlich in der Galerie aus? Wie viele Waffen haben wir jetzt? Wir haben genau 100 Waffen. Scheiße, wie viel sollen da ein bisschen noch fehlen? Okay, ja gut, die Monster fehlen auf jeden Fall alle noch. Ich finde es cool, dass es einfach der Code das letzte Item ist. Vor allem, weil es so ein krasses Debuff-Ding ist. Okay, ja, hier kommen die ganzen Monster. So, wofür komplett 100% Completion will ich eigentlich nicht gehen, aber die meisten Sachen zumindest. So, jedes Monster und sowas muss jetzt nicht sein. Ich weiß, ob es nicht noch irgendwelche super rare Viecher oder sowas in der Art gibt. Auf sowas habe ich jetzt keine Lust. Oh mein Gott. Ah, safe. Oh mein Gott, wie für 8 Runden vergiftet. Was zum Teufel? Wow. Das ist schon wild. Okay, ist ja nichts gerespawnt? Das ist nämlich sehr leer hier. Oh mein Gott. Ach komm schon. Mistvieh. Der macht das auch sinnlos Stress. Ich kann ihn leider auch nicht perfekt one-shotten. Oder zumindest, dass er nicht rankommt in 2 Angriffen. Doch, große Steine sind wieder da. Zumindest die möchte ich mitnehmen. Oh ja, Money Farm. Aber wenn jeder von denen auch nur so 2500 ist, wie viele Steine soll ich denn bitte noch mitnehmen? Es muss doch einen stabileren Weg erst das geben. Vielleicht muss ich mich wirklich im letzten Dungeon mal umschauen. Im vierten. Okay, bin ich getroffen. Was wollen denn diese ganzen Mistviecher jetzt hier? Verpisst euch. Fakt. Ich hatte gerade Angst, dass das Feuer Elf anfing zu schießen. Das wäre sehr ungeil gewesen. So, jetzt. Magie, auf geht's.
Das reicht nicht für einen Kill. Beeindruckend. Weil es mich sogar in Ruhe sehr ehrenwert. Ach komm schon. So kann ich die Spiele selber rumbringen. Oh Gott, das ist die nächste. Ach, Flammenmagie bringt gegen den doch was. Jetzt aber. Ernsthaft? Oh mein Gott, komm! Geht doch. Habe ich irgendwas, um auf die Range anzugreifen? Das Ding vielleicht? Oh ja. Misty. Die Säulen sind auf jeden Fall extrem stabil für sowas. So, und ich denke, das reicht jetzt auch. Nochmal zum Shop zurück und dann gehe ich meinen letzten Dungeon gucken, was passiert, wenn ich den geschafft habe. Ich hoffe, dass ich dann irgendeine richtig wilde Geldverdienmethode bekomme. So, verkauft wurde noch überhaupt nichts. Wow. Beeindruckend. Und die Mondfestung kam wieder auch noch, fällt mir gerade so ein. Uff. So. Change Weapon. Ich hätte gern den Säbel. Achso, nochmal Sachen reparieren. Ganz vergessen. Umdrehen. So, das soll's tun. Auf geht's. Wenn ich mich so halbwegs richtig erinnere, dann war es im Südosten. Ist. Ich muss wirklich mehr auf die Sachen achten, so um mich rum, was ich noch so sinnvoll mitnehmen kann, was nicht. Die Hühner verfolgen mich. Oh mein Gott. Los, Stab, klär das. Naja, gut genug. Do it again. Da war ich wieder schon Level 17. Kein Effekt, okay. So, jetzt aber genug. Den sie nehme ich kurz mit. So, Höhle der Schwachen. Bin ich ja gespannt, weil ich drin irgendwie ständig leben? Nö. Okay, ich sehe schon, die feiern Feuer. So, und andere Felsen haben wir drin auch. Nice. Ach, Junge, komm. Triff doch irgendwas. Großer grüner Stein. Noch ein paar Sachen für später zum Ausprobieren, so wie es aussieht. Grip Regenwurm. Mistvieh. Es lebt einfach noch. So, jetzt aber. Okay. Nett. Was ist denn das?
Meine Armory ist voll. Oh mein Gott, ich kann keine Waffen mehr mitnehmen. Fuck me. Das war jetzt so viele Kristalle mitnehmen musste. Na egal, ich werde eh nochmal herkommen. Früher oder später. Auf den Schatz, da kann ich da jetzt erstmal verzichten. Solange ich keinen Platz im Inventar habe. Level up. Und ich nehme Angriff. Oh ja. So, aber was? Ach so. Das ändert immer alles. Das ist so ungeil. Wie soll ich denn jetzt weiterkommen? Das Spiel lässt mich ja gar nicht weiter. Das ist jetzt doof. Wie könnte ich das machen? Ich zeige sofort alle in die andere Richtung. Ja, ja, mehr Stamina für dich, ist klar. Hier beiseite. So, ich glaube, so komme ich höchstens zurück zum Ausgang. Aber ich raff nicht ganz, wie ich weiterkommen soll. Mist. Ich wusste, dass ich den Sub nicht mitnehmen kann. Fuck. Einfach so durchlaufen ist wohl keine Option. Gibt es wohl welche Geheimgänge geben könnte? Was könnte ich hier tun? Ich muss einen Weg finden, auf die andere Seite zurückzukommen. Aber wie? Ich bin noch ein bisschen lost. Vielleicht irgendwas mit dem Special Move? Nee. Unwahrscheinlich. Mist. Was kann ich hier tun? Ach. Ja, wenn man mal richtig hingucken würde, würde es natürlich schon massiv helfen. Tja, der Schatz muss natürlich jetzt sinnlos hier bleiben. Das ist natürlich sehr sinnlos. Es sei denn, ich habe einfach so ein Kristall hier weg. Dafür war es doch bestimmt wert. Oder auch nicht. Wow, das sind doch 3 Angriffe für einen Kill. Das ist schon sehr scheiße. Ist klar. Immerhin schöner Crit. So, und jetzt komme ich weiter rein. Wilde Angelegenheit. Nee. Achso. Kein Problem. Hier vorne ist der Bosskampf schon. Okay, Change Weapon. Auf geht's. Der letzte der 4 Dungeons oder der Tempel. Oh, wow. Der riesige V. So, los, komm, Feuermagie. Jawohl. Okay, da bufft sich erstmal. Gut, dass ich einfach weiter angreifen kann. Oh nein. Okay, ich bin vergiftet.
Ha! Schon tot. RIP. So. Der ist weg. Was geht jetzt ab? So, den Gegner haben wir mit der Kraft unserer Waffen besiegt. Und wieder diese Stimme in ihrem Kopf. So, letzte Challenge wurde abgeschlossen. Erstmal gibt es die Belohnung. Neue Spezialfähigkeit. Oh ja. Sorry, not sorry. Okay. Da bin ich ja gespannt, was letzte Spezialfähigkeit dazu macht. Muss ja eigentlich schon wild sein. So, doch das ist nicht alles. Spezialfähigkeiten können jetzt auch da benutzt werden. Wunderbar. So. Wir haben getan, was sie von uns wollte. Wir haben jede Herausforderung bestanden. Aber es gibt noch eine letzte Herausforderung, die wir schaffen müssen. Wir sollen in die Höhle nördlich von unserem Dorf gehen. Dort wartet diese Person, Ding, was auch immer auf uns. Wenn wir jetzt die Herausforderung bestehen, dann wird die linke Waffe, das LOL-Schwert, uns gehören. Okay, das war eine Ansage. Die letzte Schlacht wird bald beginnen. Wir werden die letzte Herausforderung noch schaffen und dann werden wir die letzte, das legendäre Schwert bekommen. Nett? Nett? Okay, die Höhle nördlich von unserem Dorf. So, ich kann jetzt alle Sachen in der Höhle mitnehmen. Das werden wir dann noch machen. Erstmal muss ich wieder mit dem Inventarplatz schaffen, weil ich ja natürlich wieder so viele Kristalle am Anfang der Folge sammeln musste. Okay. Ich kann jetzt alles mitnehmen, überall. Und ich kann nochmal alle Höhlenbosse machen. Boss-Rematches. Ich kann die Bosse doch aufheben? Ich habe ja mal extra einen neuen Spielstand gemacht, um zu gucken, ob man die Bosse aufheben kann. Und ich konnte es nicht. Aber anscheinend kann man es doch. Geil. Okay, wir sollen uns vorbereiten, so gut wir können. Danach loslegen. Okay, mach mal doch. So, erstmal nicht am Vergiftung sterben, wenn es geht. So. Gleich mal gucken, ob die grünen Steine viel wert sind. Der große Kristall ist 2600 wert. Großer grüner Stein. Nee. Kristalle sind immer noch am meisten wert. Und zwar bei weitem. Tja, dann werden die weiter gefarmt, so wie es aussieht. Was willst du machen? Mehr Kristalle! Wuhu! Ich habe mittlerweile, glaube ich, so viele Armorsteine. Wenn ich noch ein bisschen mehr upgrade, ist kein Problem. So, und Money ist da. Da habe ich jetzt 61.000. Insgesamt habe ich jetzt 213.000. Also das erste Fünftel haben wir ja schon. Das erste Fünftel, Junge. Okay, ich werde auf jeden Fall den Sage Stab noch höher drücken. Der ist zu gut. Das ist meine Lieblingswaffe bisher eigentlich. Wenn es ums Besiegen von Gegnern geht. So, noch mehr, noch höher. Ob das wohl irgendwo mal ein Limit hat. 26 Angriff, da geht noch mehr. So. Okay, in die Höhle nördlich von Peaceville. Direkt nach Norden können wir nicht gehen, verdammt.
Kann ich eigentlich. Bro. Natürlich kann ich das. Das ist für eine Frage. Ich dachte, vielleicht ist es ein Respawn-Punkt, aber nee. Oh. Okay, ja, die ist neu. Die ist definitiv neu. Sind doch neue Gegner gespawnt drumrum. Weil, falls ja, wilde Angelegenheit. Okay, ich wollte jetzt mal noch ein bisschen was für die Collection machen. Also, hier, das Ding wird gestashed. Stash. Warum habe ich diesen Baum überhaupt dabei? Was zum Teufel? So. Du hast erstmal die Straßenlaterne zum Angreifen. Und. Ja, scheiße. Killt keine Gegner. Aber was will ich erwarten? Die Waffe kann theoretisch ganz am Anfang schon gefunden werden. Da sind die Sachen dagegen ja schon nahezu richtig stabil. So, Armory. Ein paar Sachen haben wir schon noch, die ich probieren kann. Legen wir mal los. So, das Grab. Instant Kill Chance für 5%. Das ist schon sehr kacke. Der Stein ist auch schlecht. Was soll das? Oh mein Gott. Okay, aber hier, die kleinen Blätter. Okay, die kopieren Standesänderung. Wilde Angelegenheit. So, jetzt muss ich versuchen, nicht zu sterben. So, und dieser Stein hier ist auch kacke. Oh mein Gott, ich bin tot. Kein Problem, was sind schon für Herbs? So, und das waren auch schwer alle Sachen. Steine sind schon extrem schlecht. So, noch mehr. Ja, hier. Diese seltsamen Blätter. Die nehme ich auch mit. Kostet ja nichts. So, wo viele die Stress wollen? Hier, der da. Okay, dann bin ich auf Waffen. Das ist nice. Das ist sogar extrem nice eigentlich. Das lässt sich bestimmt gut abusen. Bruh. Blätter greifen dreimal an, aber das ist leider eher so semi-stabil. Achso, ne, der Teddybär will die schwarze Waffe haben. Kann ich eigentlich den hier mitnehmen? Bruh. Ne, das Schaf kann ich nicht mitnehmen. Was macht der hier eigentlich in der Siedlung? So. Kann ich die NPCs vielleicht aufheben? Ne. Aber den Zelt kann ich mitnehmen. Das hat sogar guten Angriff. Stabil. Das gibt mir Optionen. Ich werde auf jeden Fall aber nochmal in die Säurehöhle zurückkehren. Und schauen, ob ich nicht da noch ein bisschen was mitnehmen kann.
So, kurz mal alles reparieren. Oder, ne, pass auf. Ich werde jetzt noch mal kurz gucken, ob ich irgendwas verkaufen kann. Ne, sinnlos. Fuck. Ich bin mit meinem Equip echt ganz zufrieden so. Ich denke, ich kann den letzten Kampf ohne Probleme schaffen, wenn es wirklich der letzte Kampf ist. Ich werde jetzt hier speichern. Und dann gehen wir in der nächsten Folge einfach mal in die Höhle nördlich von hier und schauen, was da uns erwartet. Wirklich die legendäre Waffe finden. Sollte das Spiel da zu Ende sein, haben wir auf jeden Fall noch die Dämonenfestung, die auf uns wartet. Und die Galerie muss noch weiter gefüllt werden. 34%, 109 Waffen. Da muss mir noch so viel fehlen, Alter. Na, mal schauen, wo ich das herbekomme. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder und gehen dann in die Höhle. Also, bis zum nächsten Part und bis dahin.